So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Amnesia: A Machine for Pigs. Wir sind mittlerweile bei Folge 5. Schon wieder ein flackerndes Licht, das war das letzte Mal kein gutes Zeichen. Wir sind gerade hier diese Treppe runtergebrochen. Slow coach, it's this way. Und wir sind hier immer noch hinter unseren Kindern her. Gucken, was wir jetzt für einen neuen Eintrag haben. Gefangen. Ob das ein Trick ist, diese Stimme am Telefon, die mir so nah schien, die mich so gut zu kennen schien, führt er gar im Geheimen Schädliches im Schilde, aber habe ich denn eine Wahl? Auch wenn mir seine Motive verborgen bleiben, so muss ich dennoch meine Jungs finden. Solange sie mich zu Edwin und Enoch führen, würde ich den Maschinen bis zum Mittelpunkt der Erde folgen. Okay. Ich habe so langsam ein bisschen das Gefühl, dass uns die Jungs da vielleicht große Teile des Spiels, schon wieder ein Telefon, größere Teile des Spiels erhalten bleiben. The shaking ground you feel is our attempts to clear the floodwaters. Treachery, Mandus. We were undone. Your children are trapped by this act. You must find them before it is too late. What do you need me to do? How can I find them? Always deeper, Mandus. Through the piston room and into the tunnels. Then find the bilge and flush the rotten water. I will help you where I can. But you must be swift, my little friend. Aha. Oh Gott, wir müssen also wieder hinuntersteigen, wieder ein Abstieg. Und ja, anscheinend müssen wir irgendwie unsere Kinder retten, die scheinbar in Gefahr sind. Was ist denn das? Was ist denn das? Komisch. Ich lass mal hier liegen. Vielleicht brauchen wir es irgendwann noch. Oh je. Oh, ich fühle mich so in eine alte Zeit zurückversetzt. Oh oh. Oh oh. Was ist passiert? Ich hoffe mal gar nichts. Irgendwelche Geräusche. Also ich sag's euch gleich, ich werde dermaßen durchdrehen, wenn hier das erste Mal irgendwas auf uns zu rennt, humpelt. Gerade sag ich's doch. Tja, was soll man sagen? Barrels. So langsam verstehe ich die Angst von Pewds vor denen. Weiß eigentlich jemand von euch, ob es einen Auslöser gab? Seit wann ist denn der so auf der Schiene mit seinen... Oh oh. Was? Was war das? Ich höre sowas wie ein Atmen. In den letzten Minuten steigert sich das Spiel ziemlich. Hier ist nochmal so ein Ding. Ist das eine Art Batterie oder wie? Noch eins, okay. Nee, meine Frage war eigentlich, weiß jemand von euch, ob es mal ein Video oder eine Folge oder ein Spiel gab, durch die PewDiePie so auf diese Barrels da kam? Würde mich mal interessieren. So, hier gibt's was zum Drehen. Dann drehen wir das mal. So, was steht da jetzt unten? Okay, ah, die Leiter haben wir runtergelassen. Okay. Oh Mann. Ah, hier müssen wir so ein Ding reintun.
verstehe. Hoch. Nein. Komm, geh da jetzt ein. Hier, da rein. Nein. Hallo? Hallo, rein da. Ich will... Nein, geh da. Okay. Müssen wir da Bestimmtes finden? Ich hoffe, ihr habt das gerade nicht gehört, wie schon wieder irgendeine meiner lieben Verwandten hier gerade, also entweder meine Mutter oder meine Schwester, schon wieder unbedingt in mein Zimmer rein müssen, während ich aufnehme. Das ist immer ganz toll. Wir gehen mal noch da lang. Huch. Die Tür geht nicht auf. Hallo? Ne, die Tür geht nicht wirklich auf. Eine Notiz. Der Saboteur ist hier entlang gekommen. Verblüffend, die Tore sind viel zu schwer, als dass ein Mann sie anheben könnte. Stattdessen werden sie mit Hilfe einer um ein Rohr gewickelten Kette hochgezogen. Das Rohr scheint von Motoren rotiert zu werden, die mit diesen elektrischen Schaltern verbunden sind. Wenn die Sicherung durchgebrannt ist, kann sich der Motor nicht drehen, was die Tore zu einem unüberwindbaren Hindernis macht. Ja, das habe ich jetzt mittlerweile auch verstanden. Nein, jetzt geht doch da rein! Ah, vielleicht sollte ich die alte vorher raustun. Ah. Oh oh. Das ist doch nie gut. Mal gucken, ob wir von hier aus irgendwo was sehen. Was es jetzt gebracht hat. Irgendwo sind es Tore oben. Und ich habe jetzt gerade ganz, ganz großen Schiss, dass jetzt gleich was kommt. Machen wir das Licht aus. Das ist bei dem Spiel ja jetzt wenigstens egal. Müssen wir nicht immer noch um unseren Zustand fürchten. Ah, die Tore. Oh oh. Nicht gut. Was war denn das jetzt schon wieder? Bandaged feet and eyes. Small bones in the orchard. I have carried this world on my back with its legs about me. Damn this wretched soul. I am given birth to nothing but machinery. Okay. Also ich persönlich blicke in der Story bisher noch nicht wirklich durch, aber das kennt ihr ja von mir. Das ist jetzt keine Neuigkeit. So, dann gehen wir mal hier. Wir sollten aufpassen, dass uns das Fass nicht entgegenkommt, was bestimmt gleich passieren wird. Das sieht mir aus wie eine Falle. Na, wir können ja links oder rechts runterspringen. Oh. Ja, oder einfach durchfallen. Das geht auch. Kann man das irgendwie... Ah. Ah, okay, das ist, glaube ich, gar keine Leiter. Oder zumindest nicht dafür gedacht. So, und jetzt nochmal. Nein! Verdammt! So, nein, auf dem Ding. Jawohl. Gut machst du das. Sehr gut. Oh oh. Kein Wein, bitte. So, hier ist ein großes Tor, da kommen wir mit Sicherheit nicht durch. Nein, das wäre ja klar. Das war ja klar. Dieses Geknarre macht mich auch so langsam kirre. Okay. Hier müssen wir nochmal so einen Schalter umlegen, weil die Sicherung sieht noch gut aus. Ist hier irgendwas? Nein. Oh je, jetzt kommt das wieder. Ging dieses Tor da hinten auf. Wo bleibt das erste Viech, verdammt?
Uah. Hä? Ich kann mich nicht bewegen. Hä? Der bewegt sich gerade von allein. Ich kann gerade nur schauen und mich nicht bewegen. Hä? Ich glaube, das buggt gerade ein bisschen. Der bewegt sich hier gerade irgendwie von allein. Na, jetzt nicht mehr. Okay, gut, es war ein Bug. Das sollte nicht so sein, von mir aus. Jawohl, die nächste Treppe, die gleich zusammenbricht. Okay, das ist das nächste Tor. Nein, ich will nicht, dass die Treppe zusammenbricht. Okay, da brauchen wir eine Sicherung. Müssen wir gleich noch eine holen. Oh oh. Ah. Alter. Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Oh oh. Da kommt was, da kommt was, da kommt was, da kommt was, da kommt was. Scheiße. Versteck mich jetzt hier. Da kam was, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Das ist die Treppe hochgekommen. Aber was ziemlich kleines. Sah so. Oh oh. Sah so ähnlich aus wie das Viech, das wir das letzte Mal. Das wir vorher schon gesehen haben in der letzten Folge. Kommt es hier lang? Alter. Ganz ruhig. Kann ich jetzt hier wieder raus, oder? Den Geräuschen nach zu urteilen eher nicht. Ich würde jetzt gerne mal wissen, ob da noch was kommt oder nicht. Ich traue mich nicht raus. Müssen wir uns merken, unter Treppen verstecken geht ganz gut. Also hier ist schon mal nichts im Raum, schnell Zettel lesen. 19. August 1899. Von Reichenbach schreibt über die Lebenskraft Ode, keine Ahnung, während diese ignoranten Scharlataninen Blavatsky über die Seele dozierte. Schwachköpfe sind dozierte natürlich. Schwachköpfe sind sie, alle beide. Wie man nur auf den Gedanken kommen kann, derartige Perfektion erreichen zu können, ohne vorher durch Erbrochenes und Innereien zu warten, ohne auf einen knöchernen Bau zu stehen. Montezuma war diesbezüglich weiser. Hier aber in unseren stählernen Tempeln war ich Augenzeuge, wie der abgetrennte Kopf eines Mannes, der erst kürzlich von einem durchgegangenen Pferdewagen überfahren worden war, eingetaucht in ein Gefäß voll Brennenburglösung, die Augen öffnete und verzweifelt rief: Oh, meine Beine, guter Mann, wo sind meine Beine, wo ist mein Körper? Wir überwinden selbst die Grenzen des Todes. Oh, mein toter Liebling, oh Lilly, für dich ist es zu spät, aber das eine verspreche ich dir, ich werde unseren Kindern vor dem Tod retten und falls notwendig, so werde ich sie mit diesem wundervollen Gebräu aus der Finsternis zurückholen. Okay, mir scheint, man hat hier ein Mittel gegen den Tod gefunden. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass hier nichts mehr ist, weil mich das beruhigt. Können wir hier eigentlich... Ja. Hier ist noch so eine Maschine. Alter! Das könnt ihr nicht mit mir machen. Ist es da noch? Boah. Spinnst du, habe ich mich gerade verjagt. Okay, also.
Ich glaube, dieses Spiel geht jetzt offiziell richtig los. Und in der nächsten Folge werden wir bestimmt noch mehr mit dem Vieh zu tun haben. Bis dahin, tschüss, bye bye.